Wie viele Eiweißshakes darf ich am Tag trinken? Diese Frage wird mir immer wieder in Seminaren gestellt. Und ich glaube, die fragenden Personen denken, dass Eiweißshakes Medikamente sind und deswegen gibt es eine Höchstmengenbeschränkung für Eiweißshakes. Nein, Eiweißshakes sind Lebensmittel, genau wie andere eiweißreiche Lebensmittel auch, wie Steaks, wie Käse, wie Hühnerfleisch, wie Quark. Alles Lebensmittel, die sehr viel Eiweiß enthalten und da gibt es auch keine Höchstmengenbeschränkung. Oder hat sich schon mal jemand gefragt, wie viel Quark darf ich am Tag essen, wie viel Steaks darf ich am Tag essen oder andere Lebensmittel, wie viel Äpfel darf ich am Tag essen? Ich glaube, wir sollten eher darüber nachdenken, über eine andere Frage. Wie viel Brot darf ich zum Beispiel am Tag essen oder andere kohlenhydratreiche Lebensmittel? Denn wir wissen, dass sehr kohlenhydratreiche Lebensmittel eher zu Diabetes und Übergewicht führen als eiweißreiche Lebensmittel. Eiweißreiche Lebensmittel machen schlank, straff, schön und halten jung. Und wenn man sich anguckt, woraus ein vitaler Körper besteht, dann sieht man zu 60% aus Wasser, also trinken sie viel, aus Fett, wichtig für unsere Zellen, also gute Fettsäuren zuführen, zu einem großen Teil aus Eiweiß, dann kommen die Mineralstoffe wie Calcium, Natrium, Kalium und aus Kohlenhydraten besteht nur ein ganz kleiner Teil des Körpers und deswegen trinken Sie lieber Eiweißshakes, anstatt Sie zum Beispiel ein Brötchen zu essen. Wir wollen mal zwei Lebensmittel miteinander vergleichen. Wir haben hier das Rumpsteak, was ja allgemein als eiweißreiches Lebensmittel gilt, hat 325 Kalorien, 56 Gramm Protein und der Eiweißshake hat weniger Kalorien und weniger Protein. Und häufig wird ja gedacht, dass Eiweißshakes die Niere schädigen, die Knochen kaputt machen, übersäuern und alle möglichen Nebenwirkungen gibt. Nein, Eiweißshakes sind gesunde Lebensmittel, eine gute Alternative, wenn man keine Zeit zum Kochen hat. Und deswegen, es gibt keine Höchstmengenbeschränkung für Eiweißshakes. Natürlich kann man auch zu viel Eiweißshakes trinken, wenn man zu viele Kalorien zuführt. Also berechnen Sie Ihre Eiweißzufuhr und teilen sich Ihren Eiweiß über den Tag auf. Wie viel Eiweiß man am Tag braucht, ist natürlich ein neuer Teil meines Online-Coachings. Bis dahin verbleibe ich mit Stoffwechselanregenden Grüßen. Ihr Andreas Scholz.